Hallo und herzlich willkommen zum Video meines Informatikprojektes. Das ist mein per Smartphone fernsteuerbares Modellauto. Ich habe es aus einem alten, kaputten, funkgesteuerten Modellauto hergestellt, das leider meine Kindheit nicht ganz überstanden hat. Als erstes entfernte ich die alte, kaputte Steuerung und alles andere, was ich nicht mehr gebrauchen konnte. Und das Ergebnis sah so aus. Als nächstes baute ich die neue Elektronik, wie hier im Foto zu sehen ist, ein. Motor 1 für rechts und links, Motor 2 für vor und zurück. Die zwei Motorcontroller L9110 zum Steuern der Motoren und zu guter Letzt das Herzstück des Autos, der ESP32, der den fahrbaren Untersatz WLAN-fähig macht. Und so sah dann alles zusammengebaut aus. Damit das fahrbare Gestell auch fährt, muss der ESP32 noch mittels Arduino IDE programmiert werden. Den Programmcode erkläre ich euch jetzt kurz. Im Programmkopf schreibe ich, was ich alles gemacht habe. Zum Beispiel, dass ich mit dem ESP32 ein Webserver erstellt habe, der per WLAN über ein Smartphone abgerufen werden kann. Aber nun zum Wesentlichen. Zuerst lade ich die Wi-Fi-Bibliothek. Dann definiere ich, wie das WLAN sein soll. Und ein paar Hilfsvariablen als Zwischenspeicher. Damit man die Eingänge und Ausgänge des ESP32 einfacher programmieren kann, werden die GPIOs Variablen zugewiesen. In meinem Fall werden über die GPIOs 12 und 13 Vorwärts- und Rückwärtssignale ausgegeben und über die GPIOs 32, 33 Rechts- und Linkssignale ausgegeben. Als nächstes lege ich die PWM-Eigenschaften fest. Wenn der ESP32 startet, soll er als erstes die GPIO-Pins als Ausgänge definieren und sie dann auf Low setzen. Hier erstelle ich dann PWM-Signale, dadurch kann das Auto dann unterschiedliche Geschwindigkeit fahren. Man muss dann nur noch die entsprechenden GPIOs mit den PWM-Signalen verbinden. Nachdem soll dann der ESP32 nach dem zuvor definierten WLAN-Netz in einer Schleife suchen und es dann bei korrekter Verbindung anzeigen. Und jetzt wartet der ESP32 auf Befehle vom Benutzer. Wenn dann einer reinkommt, überprüft er, welcher Befehl es gerade war. Also zum Beispiel, ob es eine Geschwindigkeit war, wo er jetzt verändern soll. Zum Beispiel Geschwindigkeit 1, 2, 3, 4. Oder ob er die Richtung oder die Lenkung ändern soll. Und den eingegangenen Befehl speichert er dann in der entsprechenden Variable bzw. legt dann den Zustand der entsprechenden Variable fest. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Steuerung. Wenn der An-Aus-Schalter auf An ist, darf das Auto fahren. Und wenn gleichzeitig der Schalter vorgedrückt ist, soll es vorfahren. Und wenn der Schalter vor nicht gedrückt ist, soll es zurückfahren. Und wenn der An-Aus-Schalter auf Aus ist, soll das Auto stehen bleiben. Ist der Schalter gerade ausgedrückt, setzt der ESP32 die Ausgänge rechts und links auf Low. Ist der Schalter zum Rechtsfahren gedrückt, dann setzt der ESP32 den Ausgang zum Rechtsfahren auf High und den zum Linksfahren auf Low. Und beim Schalter zum Linksfahren ist es einfach umgekehrt. Zum Schluss kommt dann noch die ganze HTML-Programmierung, aber das will ich euch nicht zumuten. Ich zeige euch einfach nur die fertige Webseite, das ist viel einfacher und sieht viel schöner aus.